Mein Name ist Vicky, ich bin 33 Jahre alt. Ich bin seit ca. 2010 politisch aktiv und seit 2012 arbeite ich eben auch mit Geflüchteten zusammen in einem System, welches auf Konkurrenzkampf und auf Ausgrenzung basiert. Finde ich es wichtig, dass diejenigen eine Stimme verliehen bekommen, die in der Hierarchie ganz unten stehen. Deshalb fliege ich jetzt auch nach Lesbos. Meine Stärken sind das Organisieren und vor allem aber die Berichterstattung über das, was dort passiert. Ich halte es für unerlässlich, dass alle Menschen sehen, was in Europa und auf der Welt im 21. Jahrhundert passiert und warum es passiert. Das Tolle an Cars of Hope ist, dass es eine selbstorganisierte Struktur ist. So kann ich mich so einbringen, wie ich es möchte, und aktiv an der Umsetzung und Gestaltung der Hilfe mitarbeiten. Auch wenn die Zustände, die man sieht und erlebt, teilweise grauenhaft sind und einen an sehr dunkle Zeiten der europäischen Geschichte denken lassen, gibt mir die Arbeit für Cars of Hope auch unglaublich viel. Ich habe in der ganzen Zeit überall ganz wunderbare Menschen kennengelernt, die allesamt keinen Unterschied gesehen haben zwischen den Geflüchteten und uns Helfern. Und genau das gibt mir nicht nur die Kraft, immer weiterzumachen, es gibt mir das Gefühl zu leben und ein Mensch zu sein.